Die weltweite Reisewarnung wird also bis mindestens 14. Juni verlängert durch das Auswärtige Amt. Was bedeutet das für Touristen, für die, die schon was gebucht haben? Darüber wollen wir sprechen mit Kai Rodegra, er ist Anwalt für Reiserecht. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Rodegra. Schönen guten Tag, Frau. Gesetz den Fall, fangen wir vielleicht mal mit Pfingsten an, weil das liegt jetzt am nächsten. Ich habe über die Pfingstfeiertage eine Pauschalreise gebucht. Was habe ich rechtlich jetzt an der Hand, wenn ich diese stornieren will? Wenn diese Pauschalreise ins Ausland gehen soll, dann kann ich jetzt stornieren und zwar kostenfrei. Ich brauche gar nicht großartig was zu begründen. Ich kann sagen, aufgrund der Reisewarnung möchte ich hier kostenfrei zurücktreten. Der Reiseveranstalter ist dann gehalten, unverzüglich den Reisepreis zu erstatten. Er hat dafür 14 Tage Zeit. Und wenn der Reiseveranstalter sagt, nee, ich erstatte nicht, ich möchte Ihnen lieber einen Gutschein geben? Das ist derzeit in der Diskussion, ob eine gesetzliche Verpflichtung zur Annahme von Gutscheinen kommen wird. Die haben wir aber noch nicht, die Verpflichtung. Darum gilt jetzt das aktuelle Recht. Und im Recht steht, im Gesetz steht eben drin, innerhalb von 14 Tagen muss der Veranstalter Bargeld quasi auf den Tisch legen. Er muss den Reisepreis erstatten. Ob man einen Gutschein annimmt, ist immer eine Vereinbarungssache mit dem Reiseveranstalter. Ist klar, dass der Reiseveranstalter das gern will. Die Reisebranche ist gebeutelt. Finanzielle Risiken liegen auf der Hand. Und deswegen versucht man mit Gutscheinen hier die Zeit bis zum Herbst oder bis zum Frühjahr, wenn es dann wieder richtig losgeht, zu überbrücken. Was macht man mit den Sommerferien? Bis zum 14. Juni gilt diese Warnung jetzt. Das kann jetzt zweierlei bedeuten. Sie wird darüber hinaus noch mal verlängert oder aber dann geht wieder was. Was mache ich denn jetzt? Ja, wir wissen es leider alle nicht. Man muss jetzt wirklich Geduld haben. Wer jetzt voreilig storniert, weil er sagt, ach, das wird sowieso nicht stattfinden, ich storniere jetzt mal, da kann ich nur von abraten, denn der Reiseveranstalter darf dann Stornokosten verlangen, denn diese weltweite Reisewarnung, wie gesagt, gilt nur bis Mitte Juni, wenn sie denn kommt. Aber sie wird heute kommen, davon gehe ich aus. Und da muss man einfach abwarten, ob das auch für den Sommerurlaub gilt. Sollte die dann verlängert werden oder in dem Land, in das ich reisen will, besteht ein Einreiseverbot, dann kann ich kostenfrei stornieren und kriege dann auch mein Geld zurück. Inwieweit unterscheidet sich dieses gesamte Prozedere jetzt nochmal in Pauschalreisen und diejenigen, die sich zum Beispiel im Internet hier eine Ferienwohnung, da den Flug und da nochmal an dritter Stelle den Transfer organisiert haben? Ja, das ist für Individualreisende wirklich schwieriger, denn wenn das Reisen an sich möglich ist, trotz dieser Reisewarnung, wir können ja ins Ausland reisen, es ist ja nicht strikt verboten, es wird nur davor gewarnt. Und bei Individualreisen habe ich eben dieses Instrumentarium des kostenfreien Rücktritts nicht. Da muss ich womöglich reisen, beziehungsweise wenn ich nicht reisen will, muss ich Stornokosten zahlen. Etwas anderes gilt, wenn das Zielland ein Einreiseverbot verhängt hat, zum Beispiel ich habe eine Ferienwohnung in Spanien gemietet und darf da überhaupt nicht hin, dann kann ich auch hier, soweit zumindest deutsches Recht gilt, den Preis für diese Ferienwohnung zurückverlangen. Herr Rodegra, besten Dank für all diese Hinweise und dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne.